So, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, live im Porgy & Bess in Wien, aber natürlich auch gestreamt in ganz Europa und sonst wo. Es ist heute ein ganz besonders schöner Vormittag, den wir hier verbringen, weil ich zwei Gäste habe. Den Dr. Rainer Bischoff, der ein Kulturphilosoph, Komponist, Kulturmanager, Kulturpolitiker, Referent, Theaterreferent und Musikreferent gewesener, war beruflich. Und es ist eine riesige Freude, heute die Nahrung, heute gibt es Nahrung der Seele. Und normalerweise habe ich immer so viele Bücher mit, heute habe ich nur ein einziges mit, das ist aber Nahrung der Seele. Und, und unser zweiter Gast ist Wolfgang Panhofer, ein wunderbarer Cellist und eine Ausnahmeerscheinung. Sie werden hoffentlich reichlich Gelegenheit zu haben, das auch mir beizupflichten, weil nämlich der Wolfgang einer der Cellisten ist, der mit einer Leichtigkeit durch die Musikgeschichte schwebt mit seinem Cello, dass es eine reine Freude ist. Und ich finde das auch unglaublich toll, dass wir in einem Jazzclub sitzen. Der Christoph Huber, der Leiter des Porgy & Bess, der Sie alle schön grüßen lässt, aber heute nicht hier sein kann, aus Corona-Gründen, der sagt immer, es ist der Jazzclub für Musik und mehr, und immer was ich mache, ist immer das Mehr. Und das Mehr ist auch, was der Rainer Bischoff macht, weil er Komponist ist und der Wolfgang wird heute Stücke von ihm spielen. Also das sind hier ein authentisches Erlebnis lebendiger Musik und das finde ich wahnsinnig schön. Rainer, jetzt habe ich dich schon mal ganz falsch vorgestellt. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Jetzt lasse ich dich mal zu Wort kommen. Danke für die Einladung und für die Ehre, hier sein zu dürfen. Ich möchte gleich anfangen. Dieses Buch Nahrung der Seele, das ist eins der Bücher, also ich habe selten ein Buch gesehen, wo man den Titel so wörtlich nehmen kann. Es ist ein unglaublich kluges und gescheites Buch über Musik, Musikgeschichte, aber auch Kulturgeschichte. Und ich möchte gleich am Anfang anfangen mit einem Zitat aus dem Buch. Da steht, für mich persönlich gibt es Geburtsstätten von drei Künstlern, die eine unglaubliche Gemeinsamkeit aufweisen, obwohl sie miteinander nichts zu tun haben und verschiedenen Ländern und Kulturkreisen entstammen. Goya, Schubert und Verdi. Die Gemeinsamkeit dieser drei bedeutenden Revolutionäre der Kunst, denn das sind alle drei in höchstem Maße, ist die Aura, die ihre Geburtsstätten atmen. Und ich habe diesen Satz deshalb gleich an den Anfang gestellt von unserem Vormittag, weil ich die große Freude hatte, bei Rainer eingeladen gewesen zu sein. Und er wohnt in einer der allerschönsten Wohnungen, die ich in meinem Leben gesehen habe, voll inspirierender Kunstwerke. Und jetzt frage ich dich gleich nach den Geburtsstätten, weil mich interessiert immer, wie wird jemand das, was er ist? Hat deine Geburtsstadt Wien, deine Wohnung, dein Zuhause, so wie bei Goya, Schubert und Verdi, etwas zu dem beigetragen, zu diesem, ich würde schon sagen, renaissancehaften Universalgenie, das du bist, mit dem Komponist und zu diesem Philosoph, hat dich das geprägt, wo du her bist? Wo bist du her? Ich fasse dieses, woher ich bin, in drei Schritten zusammen. Meine Mutter,
Stadt ist Wien, mein Vaterland ist Österreich und meine Heimat ist Europa. Und dieses Europa hat mich geprägt. Dieses Wien hat mich geprägt und die österreichische Kultur hat mich geprägt in jeder Beziehung. Mein Elternhaus hat mich überhaupt nicht geprägt. Überhaupt nicht. Ich habe eine geradezu, aber sicher nicht, ödipale Beziehung zu meinem Vater, aber eine irrsinnig schlechte immer gehabt. Meine Mutter ist früh gestorben. Vermisse das, was eine Mutter ist, vermisse ich eigentlich bis heute und habe das, wenn ich selbstkritisch sagen darf, und es ist eine Selbstkritik, dass eigentlich, was Frauen betrifft, immer ein bisschen kompensiert den Verlust der Mutter. Ich will jetzt nicht psychologisieren. Trotz allem muss ich sagen, habe ich das unendliche Glück gehabt, mit 19 zu heiraten, korrekterweise gesagt, heiraten müssen, nach dem alten Andreas Hofer Grundsatz, Manderisches Zeit. Und bin eigentlich in dieser Ehe immer glücklich gewesen. So muss ich auch gleich anmerken, dass der Titel des Buches Nahrung der Seele nicht von mir ist, sondern von meiner Frau ist. Meine Frau hat diesen Titel geboren. Ja, das ist der Hintergrund. Geprägt hat mich von früh an der europäische Gedanke. Ich bin sehr zeitig schon ins Ausland gekommen und dann mit 18, 19 schon verheiratet, habe ich in England gearbeitet, in Deutschland, in Hamburg. Ich habe fremde Mentalitäten kennengelernt, habe eine frühe Liebe zu Italien entwickelt, Griechenland. Das war alles wahnsinnig prägend für mich und ich bin damals in der Zeit, in der Otto von Habsburg nach Österreich noch nicht einreisen durfte, zu ihm nach Passau gefahren, wenn er in der Nibelungenhalle Reden gehalten hat. Ich habe all seine Bücher gelesen und für mich war der Präsident der Pan-Europa-Bewegung nach Kudenhove Kalergi, über den nebenbei gesagt jetzt ein wunderbares Buch erschienen ist, von Göring. Ein wunderbares Buch, großartig, dass diese weite Persönlichkeit und auch seine Beziehung zu Otto von Habsburg sehr schön darstellt. Der Europagedanke hat mich fasziniert und begeistert. Ich bin auch einer der Mitarbeiter gewesen des Kolloquium Austriacum, das von der katholischen österreichischen Studentenverbindung Rudolfina veranstaltet wurde. Und ich habe da mitgearbeitet. Da haben wir also gigantische Persönlichkeiten europäischer Prägung eingeladen. Flimlin und wie sie alle geheißen haben. Sehr viel aus dem französischen Raum. Rainer, ja. Was hast du gearbeitet in London und in Frankreich zu dieser Zeit? In der Spedition. Ich hätte die Spedition meines Vaters übernehmen sollen. Gott sei Dank ist das Schicksal an mir vorbeigegangen. Wäre ein schlechter Spediteur gewesen, obwohl ich dann ein sehr guter Unternehmer, glaube ich, war, als Direktor der Wiener Symphoniker, 17 Jahre lang. Aber
Ja, das war in Speditionen habe ich gearbeitet. Ich habe auch kurze Zeit in Italien habe ich in einer Spedition gearbeitet, habe ich vergessen. Das war aber dann schon später. Und wie bist du dann zur Musik gekommen? Ich habe jetzt kurz schmunzeln müssen. Ja, das ist eine lustige Geschichte. Ich habe jetzt kurz schmunzeln müssen, weil du vorher so empört gewesen bist, wie ich gesagt habe, ein Politiker. Ein Kulturpolitiker, und dann hast du das Erste, was du jetzt richtig ausführlich erzählt hast, war deine Verbindung zur Pan-Europa-Bewegung. Wunderbar. Ja, zurück zur Frage, wie bist du zur Musik gekommen? Wie wird ein Spediteurssohn in Frankreich, London, Passau? Da war schon alles längst, das ist aber wirklich eine lustige Geschichte, da war schon alles längst erledigt. War ich fasziniert und begeistert. Ich weiß noch ganz genau, es war ein Konzert der Wiener Symphoniker für die Schüler, das gab es damals noch nicht. Und dort hörte ich das erste Mal die Egmont-Ouvertüre von Beethoven. Das hat mich aus den Socken gehoben. Und so hat es begonnen. Und dann ist das übliche Klavierspielen. Aber ich war immer ein fauler Hund, leider Gottes, oder ich weiß es nicht, das ist ja wurscht. Auf jeden Fall dann natürlich Staatsoper, Stehplatz und dann der Wunsch, ernsthaft Musik zu studieren, um Dirigent zu werden. Und da gibt es jetzt eine lustige Geschichte. Mein Vater hatte einen, wie man das so schön nennt, Kriegskameraden. Der war mit ihm eingerückt und der hieß Hans-Erich Apostel. Jeder, der den Apostel gekannt hat, kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Der in einer Uniform muss eine Witzfigur gewesen sein. Aber mein Vater hat den Apostel eingeladen, um mir die Musik auszutreiben, weil damals ist es dem Apostel besonders schlecht gegangen. Er ist mit einem Mieder gewesen. Er ist nach der Scheidung von seiner zweiten Frau, der Madeleine, die war eine Guisan, das berühmte Schweizer Generalsgeschlecht aus der französischen Schweiz, die ist ihm davongerannt. Er unter falschen Tatsachen gesagt, also er ist ein berühmter Komponist in Wien, das war halt nicht ganz der Fall, aber so war es eben. Es ist ihm schlecht gegangen, es ist ihm finanziell Hundeelend gegangen und mein Vater hat sich gedacht, den führe ich vor, wie im Zirkus, um meinem Sohn die Musik auszutreiben, denn dann wirst du so wie der da, der hat nicht gehen können und nur... Es ist genau das Gegenteil passiert. Der Mann hat mich unfassbar fasziniert. Und und so wurde ich einer seiner drei Schüler. Er hat nur drei im Leben gehabt. John Hall Lewis aus Michigan. Eugene Hartzell, auch ein Amerikaner, der dann in Wien gelebt hat. Vielleicht manchen von Ihnen noch in Erinnerung. Als einer der Sprecher, ein wunderbares, herrliches amerikanisch gesprochen, aber nicht dieses Biden oder wie heißt der andere dort, Trump oder wie der Vogel heißt. Und so wurde ich dann sein Schüler. Nur hat der Apostel zu mir gesagt, also ich unterrichte Sie nicht, damit Sie die Hure in der Musik werden. Schrecklicher Ausdruck. Er meinte damit Dirigenten. Das muss man ein bisschen aus der Zeit auch voraus verstehen. Und so bin ich Komponist geworden. Und er bin jahrelang bei ihm gewesen und verdanke ihm alles, nämlich... ganz im Schönbergschen Sinne, denn ich habe von ihm nicht komponieren, wenn man das überhaupt kann, oder Musik
als solche gelernt, sondern Kultur, Kunst, Bildung. Was sind Sie für ein Trottel? Sie haben den Dr. Faustus von Thomas Mann nicht gelesen? Ich habe ihn gar nicht kennt, den Dr. Faustus. In der Schule habe ich nichts gelernt, vielleicht aus Indolenz oder Dummheit, oder wie ich heute gerne behaupte, weil ich schlechte Lehrer hatte, wirklich schlechte Lehrer, bis auf meine Englischlehrerin, die ich geliebt habe und verehrt habe und die mir auch viel, viel, viel beigebracht hat. Aber sonst war es eine Katastrophe. Ja, na, das ist eigentlich alles. Der Hans-Erich Apostel war selbst Schüler von Schönberg? Schüler von Schönberg und nach dem Abgang Schönbergs nach Berlin von Berg und Berg freundschaftlich verbunden. Das Opus 7, ein Streichquartett, hat ihm das Du-Wort von Berg eingetragen, was für die damalige Zeit ungewöhnlich war. Auch ich war mit Apostel nie, obwohl wir wirklich sehr, sehr intim, aber ich war nie per Du. Mein anderer Lehrer, Erich Heintl in der Philosophie, hat mir mehr oder minder am Totenbett das Du-Wort angetragen, was mich heute noch sehr, sehr rührt. Und das war der zweite Mensch, der mich wesentlich geprägt hat mit der Philosophie und vor allem mit etwas, worauf ich den größten Wert lege, das ist Handwerk. Wir sind alle, wenn wir ehrlich sind, Handwerker. So wie mein Freund Wolfgang Bahnhofer handwerklich zuerst einmal, bevor er in Höhen der Interpretation geht, einmal das Instrument handwerklich beherrschen muss. So müssen Sie in der Philosophie eine Begrifflichkeit haben. Wenn Sie die Begrifflichkeit nicht haben, können Sie nicht philosophieren und können in der Philosophie nichts anrichten. Ich nenne keine Namen, weil ich bin ein äußerst diskreter Mensch. Aber ich kenne große Philosophen, die handwerklich nicht in Ordnung sind. Große Philosophen. Wie ist es mit den Komponisten? Hast du die Zwölftonmusik gelernt im Schönbergschen Sinne? Oder ganz im Schönbergschen Sinne, ganz radikal. War er so ein richtiger Apostel, ein Schönberg-Apostel? Ein Schönberg-Apostel bis zum, wie alle, die haben ja alle, das geht hinein bis in Benehmen. Es ist ein Aufsatz von mir drinnen über Apostel. Die Schönheit der Ordnung, wo ich Apostel zwischen Schönberg und Berg stelle. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil die Rigorosität oder die Diktatur, lassen Sie mich das so sagen, ich hoffe, er haut mir jetzt nicht von oben eine herunter aus dem Himmel, die sind sicher im Himmel, bin ich überzeugt davon. Aber es ist, das war schon eine Diktatur. Auch Adorno war ein ausgesprochener faschistischer Diktator. Und das war auch Schönberg, das muss man zugeben. Im Gegensatz zu dem äußerst höflichen, konzilianten, feinen Alban Berg, der ein ganz anderer Typ war. Aber dazwischen war der Apostel. Der Apostel hat, wie alle Schönberg-Schüler, seinen Lehrer Schönberg imitiert. Ich gebe offen zu, dass ich das genauso tue. Ich habe auch den Totenkopf auf meinem Schreibtisch stehen. Und vieles aus der Schönberg-Schule habe ich übernommen. Was ich nicht übernommen habe, beziehungsweise in meinem Leben gelernt habe,
ist nicht ideologisch zu denken, und zwar in allen Bereichen. Das betrifft das Essen genauso wie die Musik und die Philosophie genauso wie meine eigene Musik. Nur, ich bin überzeugt von der Notwendigkeit und der Richtigkeit der Dodekaphonie als eine Weiterentwicklung, und zwar in jeder Beziehung Weiterentwicklung der Diatonik, und glaube, dass bis heute die Bedeutung der Dodekaphonie bei Schönberg nicht erkannt ist und, wie wir ja wissen, auch nicht gepflegt ist. Alle großen Komponisten der Moderne, ob sie Lutosławski, Penderecki, Henze, wie immer heißen, sind durch die Dodekaphonie hindurchgegangen. Aber sie sind nicht geblieben. Es hat einmal, wer weiß ich nicht, von mir gesagt, ich bin der letzte Dinosaurier der Dodekaphonie, weil ich ganz streng noch immer dodekaphonisch komponiere. Man muss es nur nicht unbedingt hören, dass es dodekaphonisch ist. Ist gar nicht notwendig. Es interessiert auch niemanden. Das ist mein System. Das ist ein bisschen so, wie Schumann einmal über die Analyse gesagt hat, sie ist Leichenflederei. Wenn man ein Stück analysiert, was ein Spielender, er muss meine Musik analysieren, damit er sie geistig und emotionell spielen kann. Aber ein Publikum braucht das nicht. Darum gibt es auch kein Verstehen von, also wissen Sie, moderne Musik mag ich nicht, weil die verstehe ich nicht. Das ist ein Blödsinn. Weil die Leute haben etwas verlernt. Und das haben sie in allem verlernt. Das haben sie in der Literatur genauso verlernt wie in der Musik. Sie lassen die Musik nicht wirken auf sich. Sie lassen die Musik nicht heran. Das gefällt mir nicht. Es ist aber eine Frage der Neugierde. Ich glaube, die Neugierde. Es fehlt die Neugierde. Ja, ja. Natürlich. Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir den Wolfgang bitten, vielleicht einmal ein Stück zu spielen, das der Rainer komponiert hat, damit wir uns jetzt einmal ein akustisches Bild machen können und das auf uns wirken lassen, wie der Rainer sich das wünscht. Wie klingt das dodekanische Handwerk, ohne dass man es hört?
Vielen Dank, Wolfgang. An dieser Stelle muss ich noch einmal sagen, wie froh ich bin, dass wir im Porgy und Bess solche Sternstunden erleben dürfen in einem Jazzclub. Ich glaube, das war das erste Mal, dass hier 12 Tonmusik zu hören war, und zwar, und was für eine Inter-Anwesenheit des Komponisten. Bevor ich den Wolfgang frage, wie es ihm so geht, so eine Musik zu spielen, die unglaublich toll und berührend ist, fällt mir da ein Zitat von Samuel Beckett ein, der sagt, wenn Sie das lebendige Bild des Schmerzes sehen wollen, müssen Sie nur den Autor bei den Proben eines seiner Stücke beobachten. Und wenn ich jetzt den Rainer angeschaut habe, du warst jetzt sehr zufrieden eigentlich. Und es war die Frage, die ich mir stelle, du spielst nicht Cello, oder? Nein. Wenn du das komponierst, hast du den Cello-Klang im Kopf? Ich kann mir das so schwer vorstellen. Oder hast du den Wolfgang im Kopf? Oder wann hast du das komponiert? Wie war das? Dieses Stück ist nicht für den Wolfgang geschrieben. Er spielt dann, soweit ich weiß, ist das richtig? Er spielt dann am Schluss ein Stück, das ihm gewidmet ist. Das gehört zum Handwerk eines Komponisten, dass man alle Instrumente, alle gängigen Instrumente im Kopf hat, den Umfang kennt, die jeweiligen charakterlichen Eigenschaften, auch in der, beispielsweise nehmen wir die Bratsche her, weil das immer so, die Viola Tricolor, das Stiefmütterchen, wie es in der Botanik heißt, hat eine Tiefe, eine Mittellage und eine Höhe. Da ist jeweils ein anderer Klang, ist da. Da muss man genau wissen, wann setze ich das ein und wann verlasse ich diesen Raum, um hier einen Ausdruck zu gewinnen, der eben, und wie unterstütze ich das dann beispielsweise in einer Instrumentation, wenn man ans große Orchester denkt, wie unterstütze ich das dann mit einem anderen oder durch ein anderes Instrument? Natürlich muss man die Eigenheiten jedes einzelnen Instruments, muss man also lernen, in der Klarinette, die Tiefe, in der Flatterzunge ist halt einfach schöner, beziehungsweise gelingt auch besser, als in einer gewissen Höhe, geschweige denn Mittellage, oder umgekehrt eher korrekterweise gesagt. Aber ich habe mir auch angewöhnt, nicht so wie das früher der Fall war, dass man ein Klavier für ein Orchesterwerk zum Beispiel, ein Klavier Particell erstellt hat und dann instrumentiert hat. Ich instrumentiere sofort in die Partitur. Ich denke sofort im Instrument, dass es hier Fehler gibt und dass man dann bei der Korrektur draufkommt, das ist nach meiner Form einer musikalischen Ästhetik, ist das falsch oder klingt nicht so, wie ich es haben möchte. Das ist selbstverständlich. Das ist dann für mich der dritte Kompositionsvorgang. Der erste ist rein rhythmisch. Da sind noch keine Tonhöhen dabei. Das ist rein rhythmisch. Dann kommt das in die Partitur natürlich mit Tonhöhen. Und die dritte ist die Reinschrift dann, wo dann noch einmal Korrekturen vorgenommen werden. Also ein ziemlich umfangreiches Unterfangen. Aber
Das war jetzt gerade die nächste Frage, dass du, das klingt so, wie du dir das vorgestellt hast. Hast du ein inneres Ohr, wie du dir das imaginierst, was das Cello tut, wie es klingt? Ich hoffe es. Das war in Bezug auf deine Zufriedenheit, die du ausstrahlst, wenn du es hörst, wo ich mir gedacht habe, ja, anscheinend ist das absolut gelungen, dass das genau das ist, was du dir gewünscht hast. Es hat mir, wie gesagt, ich nenne keine Namen, es hat mir sogar jemand attestiert, dass man meine Musik sofort erkennt, weil sie sehr persönlich ist. Es macht mir auch ganz große Freude und ich habe das BACH von Liszt, dieses große Orgelwerk für großes Orchester, instrumentiert und dort verschiedene Dinge vorgenommen. Einerseits den Orgelklang nachvollzogen, andererseits total in eine andere Richtung, weil ich Vibraphon verwendet habe. Ich habe diesen hinreißenden Dvorak-Liederzyklus im Volkston mit dem Neni Neni Tu und Dobronoc habe ich instrumentiert. Das sind hinreißende Klavierlieder, 4 an der Zahl. Ich habe Kreisler instrumentiert, kleine Klavierstücke, La Gitana, die Melodie, dann die Nachbildung des Gluck-Melodie. Das sind so kleine Stücke von Kreisler, die habe ich für ein kleines Ensemble gemacht. Also ich mache solche Sachen sehr, sehr gern. Macht mir große Freude. Wobei ich mich nie am Autor vergreife. Also in meiner Instrumentation von BACH ist nicht ein Ton von mir, sondern es klingt nur von mir, aber es ist jeder Ton von Herrn Liszt. Das muss man, also ich mag das nicht, wenn man sich an solchen Leuten vergreift. Wolfgang, wie ist das, wenn du ein Stück zum ersten Mal bekommst, wie vom Rainer, dass man wahrscheinlich noch nicht gehört hat oder nicht oft gehört hat, wo du zum Beispiel, oder wenn zum Beispiel, was wir heute noch hören werden, ein Stück, das für dich geschrieben ist, wo du das Notenbild vor dir hast und wo es dann sozusagen das Abenteuer der Entdeckung gibt, der großen emotionalen Bögen oder dem, was drinnen ist. Wie geht's dir da? Oder habe ich so eine romantische Vorstellung vom ich als Nicht-Musiker? Also erstens einmal, funktioniert das? Hört man? Ja. Also erstens einmal danke für die Einladung. Ich habe hier mein erstes Jazz-Konzert vor vielen Jahren einmal gespielt. Also ich bin hier schon auch jazzmäßig unterwegs gewesen. Es war allerdings mein einziges Jazz-Konzert, das ich gespielt habe. Wenn man ein Stück neu lernt, besonders dann, wenn es für einen geschrieben worden ist und eine Uraufführung ist, ist natürlich das Erste, was man sieht, meistens viele Noten. Und da geht es genau um diese Aspekte, die eine Entdeckungsreise sind, die schon erwähnt worden sind. Nämlich am Anfang geht es um das Handwerk. Wie spiele ich diese Noten? Welche Fingersätze nehme ich? Welche Bogenstriche? Und im Fall von Rainers Musik, die ich ja relativ gut kenne und auch sehr viel von ihm gespielt habe, nicht nur ja die Solo-Sachen, sondern auch das Doppelkonzert habe ich mehrmals gespielt und dann auch Duos und so weiter und so, Trios, ist es so, dass es eine permanente Entdeckungsreise bleibt.
Es ist ähnlich wie bei Bach, es wird eigentlich nie langweilig und das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal. Allein wenn ich mir jetzt anschaue, was auf dieser ersten Zeile der letzten Seite steht an zusätzlichen Hinweisen, Akzent, pizzicato, tanto pizzicato fortissimo, adagissimo subito, arco, flageolet, piano, pianissimo subito, ganz zart, cantabile, ausdrucksvoll, sehr empfindsam, molto più mosso, nervoso, adagissimo subito, grande suono, sehr empfindsam, pianissimo. Also es ist hier eine Dichte an zusätzlichen Informationen in der Partitur gegeben, die natürlich sehr, sehr hilfreich ist. Und ich glaube, diese Musik, wenn man sich damit beschäftigt und da immer mehr in den Text eindringt und eben auch diese, wie schon erwähnt wurde, geistige und emotionale Komponente zu erfassen versucht, bietet immer wieder neue Erkenntnisse. Und die Fragestellung, wie kann ich versuchen, dem möglichst gerecht zu werden, ist eine Fragestellung, die sich immer wieder von Neuem stellt. Also es ist quasi eine never-ending story, eine solche Entdeckungsreise. Und ja, so geht es mir damit. Und jetzt noch eine ganz banale Frage, aber ich meine sie wirklich ernst. Wie ist es für dich, wenn du ein zeitgenössisches Stück spielst, so wie das vom Rainer, oder wenn du zum Beispiel Bach spielst, etwas, was du ausgehend von der Idee, dass du ein neues Stück von Bach spielst, das du noch nicht kennst. Wie ist da die Entdeckung? Ist das ähnlich oder hat sich da, gibt's da Unterschiede für dich? Ob wir uns im Zwölftonmäßigen bewegen, im Jazz, wie du vorher schon gesagt hast, oder im Frühbarock, was ist da? Hast du da ein anderes Empfinden oder ist das Menschliche etwas, was alle Stile und musikhistorische Strömungen überstrahlt? Im Prinzip versuche ich, die gleiche Entdeckungsreise und die gleiche Vorgangsweise bei diesen Sachen beizubehalten. Wobei natürlich bei Stücken, die sehr bekannt sind und Stücken, die ich gut kenne, die Interpretationstradition eine gewisse Rolle spielt, die natürlich auch für einen Interpreten eine große Gefahr sein kann. Denn eigentlich möchte ich ja das persönlich entdecken, was in den Noten steht und nicht das, was andere schon gespielt haben. Das ist, glaube ich, der hauptsächliche Unterschied zwischen diesen beiden Faktoren. Ansonsten ist da meines Erachtens nach nicht sehr viel Unterschied. Mhm. Ich möchte jetzt ein Zitat lesen, das der Rainer in seinem Buch hat, und zwar von Hegel über die Musik. Und zwar schreibt der Hegel, das Prinzip der Musik macht die subjektive Innerlichkeit aus. Das Innerste, aber das konkret selbst, ist die Subjektivität als solche, durch keinen festen Gehalt bestimmt und deshalb nicht genötigt, sich hierhin oder dorthin zu bewegen, sondern in ungefesselter Freiheit, nur auf sich selbst beruhend. Und mir gefällt das so gut, dieses Zitat, weil es von der Freiheit handelt und vor allem vom Absoluten, von der Idee der Freiheit. Weil der Hegel war ja ein Idealist im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt keine Werte, sondern es gibt die Idee der Freiheit, die nicht verhandelbar ist. Und die Musik als Ausdruck dieser Idee der Freiheit zu empfinden, das ist so ein bisschen so der Hintergrund meiner Frage an dich gewesen, Wolfgang, die du so schön beantwortet hast. Und was sagen die Herren jetzt? Das Rainer, ist, wenn ich da direkt antworten darf,
Das ist ja das unglaublich Spannende einer Interpretation, wenn man dann auf der Bühne sitzt und man plant. Und, also es gibt eine schöne Geschichte meiner ersten Cello-Lehrerin, die gesagt hat, es gibt drei Arten von Fingersätzen. Einen Fingersatz, den man plant zu spielen, einen, den man im Konzert erwischt und einen, den man den Kollegen rät. Es ist natürlich so, dass sozusagen in einer Konzertsituation eine eigentlich spontane, ein spontaner Zugang zu einem System, zu einer vorgeplanten Interpretation sein muss, und wobei du dann quasi beide Aspekte dann inkludiert hast. Du hast auf der einen Seite das genau durchdachte, die Struktur, und auf der anderen Seite einfach diesen völlig spontanen, freien Zugang, der einfach wesentlich ist, um die Routine zu verhindern. Denn Routine ist der Tod der Musik. Rainer, die Freiheit. Da muss ich gleich was dazu sagen. Grundsätzlich, sowohl bei Hegel als auch bei Kant, ist der Begriff Freiheit Menschbegründung und nicht reduziert auf das Handeln des Menschen, das ist ganz wichtig, oder auf gesellschaftliche Freiheit, sondern Menschbegründung. Der Mensch ist Freiheit. Der Mensch hat nicht Bewusstsein, er ist Bewusstsein. Darum unterscheidet auch in der Psychologie seit Gustav Störing 1951 unterscheidet die Philosophie und Psychologie und Psychoanalytik unterscheidet Bewusstsein und Besinnung. Damit kommen wir in ein Problem, in ein tiefes philosophisches Problem, dass die Philosophie mit Alltagssprache nicht zu lösen ist. Das macht den Philosophen so ein bisschen suspekt, schmeißt ihn in eine gewisse Esoterik. Es geht aber nicht anders. Es ist so. Man kann mit alltagssprachlichem Umgang oder Alltagssprache schlechthin philosophische Begriffe nicht erklären. Geht nicht. Daher entwickelt sich hier eine Sprache, gewiss ähnlich zur Ausdrucksweise von Ärzten, die man ja nie versteht, wenn sie ihre Begriffe runter sagen, weil man halt nicht weiß, was die Pankreas ist oder was der Teufel was. Das geht genauso wenig in der Philosophie mit der Alltagssprache. Daher muss man die Dinge lesen, lernen und nicht einfach jetzt mit vorgefassten Meinungen drangehen. Da sind wir dann vielleicht gleich bei einem Thema, das du anschneiden wolltest. Was meinst du jetzt genau? Die Corrida de Toros. Ah, ja. Das ist ja toll. Du musst mir das Thema sagen. Nein, ich war jetzt gerade noch woanders, weil ich habe jetzt gerade gedanklich die Brücke zum Bach geschlagen, weil der Rainer in Nahrung der Seele auch ein wunderbares Kapitel über den Johann Sebastian Bach geschrieben hat und über die Fuge, wo er schreibt, dass die Fuge, die einfachste Form der Fuge, der Kanon ist. Und für mich ist die Fuge eine Utopie der Demokratie zu einer Zeit des Absolutismus, wo es vier gleichwertige Stimmen gibt, die miteinander verwoben sind, die alle gleichwertig sind und wo es nicht eine führende Stimme gibt, sondern ein richtiger Gleich, also nicht einmal Gleichklang, sondern eben vier individuelle Stimmen, die gleich stark sind. Und das finde ich eine unglaubliche Utopie. Und da, jetzt war ich noch in dieser Brücke drinnen zwischen Freiheit, Demokratie und das, was die Musik damit vermitteln kann. Aber
machen wir gleich die Brücke zur Corrida, das, was der Rainer jetzt angedacht hat. Wir können ruhig, können ruhig noch da drinnen bleiben, weil der Kanon, wesentlich in der Volksmusik, ist ja ein Ausdruck der tiefsten Menschlichkeit und der Gesellschaft. Wenn man sich das einmal überlegt, von unten nach oben, der Bass, der Großvater, die Großmutter, der Alt, der Tenor, der junge Mann und der Sopran, die junge Frau. Das ergibt die Familie im traditionellen Sinn, so wie sie heute noch im Alpenland teilweise, nicht nur im Alpenland, um Gottes Willen, entschuldigen, überhaupt gepflegt wird, musikalisch in der Volksmusik, wo die Familie zusammenkommt und singt. Das gibt es bei uns noch. Das hat sich aufgehört, aber es gibt es bei uns noch. Und damit charakterisiert nicht nur Alter, sondern auch jugendliche Heiterkeit, tiefe Töne, das gilt nicht fürs Cello, tiefe Töne erstrecken sich länger, dauern länger, haben eine, entschuldigen den Ausdruck, aber eine vielleicht ein bisschen mehr Schwerfälligkeit. Der Großvater rennt nicht so wie der Bub, das ist so. Und das drückt sich in dieser Menschlichkeit aus. Und das drückt sich in der Menschlichkeit auch von Instrumenten aus. Also ich wollte einmal zum 100-jährigen Bestehen der Wiener Symphoniker, wollte ich eine Psychologie, weil ich habe ja mit diesen Leuten, mit diesen Musikern, die ich allesamt immer geliebt habe, habe ich ja immer zu tun gehabt und als Orchesterdirektor. Ein Orchester, so 127 Individualisten, wo jeder glaubt, er ist dann, die Narbe der Welt, wie Bernstein das ausgedrückt hat, wollte ich eigentlich auf das Charakteristikum eingehen. Ein Flötist, stellen Sie sich einen Flötisten vor, und ich habe das erlebt, mit diesen hohen, geschwinden, diesen geschwinden Tönen, und vergleichen Sie das mit einem Kontrabassisten oder einem Tubisten. Wir haben Oberösterreicher gehabt im Orchester, die haben wir noch immer. Nur ich bin heute nicht mehr dort. Diese Oberösterreicher, das waren immer tiefe Instrumente, also Posaune, vielleicht einmal ein Kontrabass, Tuba, Tenor, Tuba in B, das ist schon, ein bisschen schwerfällig, ne? Ein Geiger, der kann vor lauter Nervosität, und dazwischen liegen die Bratschen. Nicht? Darum gibt es ja auch so viele böse Bratschenwitze, die allesamt falsch sind, weil die Bratsche ist ein hinreißendes Instrument und ist ganz, ganz, ganz wichtig. Einer der größten Cellisten, Siegfried Palm, einer der größten Cellisten aller Zeiten, war sein Lieblingsinstrument nicht das Cello, sondern die Bratsche. Ich war mit ihm befreundet und ich weiß ein bisschen was drüber. Rainer, du hast die Corrida jetzt ins Spiel gebracht. Jetzt muss ich da dranbleiben. Wenn man das Glück hat, beim Rainer in der Küche zu sitzen, dann ist es ein zweifältiges Glück. Das eine ist, wenn man bekocht wird vom Rainer, der ein begnadeter Koch ist. Das zweite ist, man sitzt in einem Stilleben von Memorabilien der Corrida und auch
und auch Plakaten aus Nîmes, aus unterschiedlichen spanischen Orten. Und ich bin ein absoluter Laie in der Corrida. Mir fällt natürlich als Mensch, als Empathischer, dann sofort das arme Stier ein, das mit Pfeilen durchbohrt wird und dann in meinem Empfinden auf unfaire Weise einem Kampf ausgesetzt wird, der dann auch tödlich endet, so gut wie immer für das Stier. Und jetzt wollte ich dich fragen, wie ist die Faszination? Was ist das Wesen des Stierkampfs? Du hast es jetzt gerade mit dem philosophischen Freiheitsbegriff in Verbindung gebracht. Was fasziniert dich am Stierkampf? Was ist der Stierkampf? Erklär mir das bitte als kompletten Laien. Das ist jetzt eine sehr gefährliche Sache, weil erstens, wenn ich anfange, höre ich nicht mehr auf. Zweitens, man muss von vornherein einmal gewisse Dinge klären. Es gibt im Vocabulario Tauromachia gibt es den Begriff Kampf nicht. Das ist kein Kampf. Und das ist auch kein Wettkampf. Und da gibt es keinen Verlierer und da gibt es keinen Sieger. Auch wenn das Mitteleuropäer, die halt hier beschränkt denken, und ich nehme das Wort nicht zurück, beschränkt denken, die können das nicht, weil sie nicht verstehen können, die Affition, die Liebe zum Stier, denn das steht im Mittelpunkt. Primeres el toro, der Stier ist das Wichtigste. Und die Ganaderia, die jeweils, es gibt 360 Ganaderien in Spanien, die berühmteste davon ist Victorino Miura Torrestrella. Da muss man genau die Unterschiede kennen, genau wissen, wie die Stiere sind. Es kommt aufs Alter, aufs Gewicht an, etc., etc., etc. Was die Faszination des Stierkampfs ist, wenn man das mit der falschen Übersetzung Bullfight oder Stierkampf, es ist die Fiesta Nacional de España, so heißt es korrekt, Corrida de Toros, aber nicht Kampf. Es hat das gegeben in der Geschichte, die Lucha, da hat man auch zum Beispiel Stiere mit anderen Tieren, das ist noch ein Rest der römischen Tierhatz, der wienerischen Hetz, das hat es gegeben. Aber es hat mit der Corrida heutiger Prägung überhaupt nichts zu tun. Genauso wenig, wie es keine Arena gibt. Arena heißt Sand auf Spanisch. Aber der Ort, wo das stattfindet, ist die Plaza de Toros. Daran sieht man schon, primär ist der Stier. Und es geht hier um ein, das kann man sagen, um ein Schauspiel als Abbild des Lebens. Du hast vorhin gesagt, vom Pfeilen oder von irgendwas durchbohrt. Das ist ein vollkommener Unsinn. Das ist ein vollkommener Unsinn, wird nichts durchbohrt. Der Tod, dann am Schluss, ist die Suerte de la Muerte. Muerte. Aber das Entscheidende ist, dass auch der Stier nicht in dem Sinne gereizt wird, sondern das, was im Stier wesenhaft drinnen ist, wird herausgehoben. Und das macht die Faszination und auch die Begeisterung für den Stier aus. Und der Stier als solcher, wenn er alleine ist, ist ein Töter. Wenn er alleine ist. Sie können in eine Gruppe von Stieren, Kampfstieren hineingehen, passiert gar nichts. Aber wenn er alleine ist, das beschreibt Hemingway. Ich habe es in meinem Buch, ich habe ein Buch über die Corrida geschrieben. Es hat mich gedrängt, dass einem breiten Publikum, ob es mir gelungen ist, ist eine andere Frage, aber bekannt zu machen.
wo ich also nicht nur die einzelnen Phasen, die ja sehr kompliziert und da muss man viel, nicht nur verstehen davon, sondern oft, bei mir sind es einige tausend Stiere, die ich in meinem Leben gesehen habe, einige tausend in Südamerika und in Spanien und in Frankreich. Rainer, wie bist du dazu gekommen? War das purer Zufall? Zufall einmal rein, ich habe mich mit meiner Frau auf eine Spanienreise, da war ich 19, vorbereitet und habe Verschiedenes gelesen, Geschichte und unter anderem auch nicht, sofern man das kann, ohne Erfahrung mit der Corrida befasst. Und dann war die erste Corrida in Murcia, weiß noch heute, das Plakat hängt in einer Bar in Murcia, wo ich immer, wenn ich in Murcia bin, und ich war das dort immer über 23 Jahre, jeden Herbst. Das waren Samuel Flores Stiere, ja, wurscht. Miguelin war einer der Matadores. Und ja, wir sind in Corrida gegangen. Zum ersten Stier hat meine Frau gesagt, naja, also grauslich ist das nicht. Beim zweiten Stier hat sie gesagt, das ist eigentlich schon irrsinnig imponierend. Beim dritten Stier hat sie gesagt, wann gehen wir wieder? Und mir ist es ganz genauso gegangen, nur habe ich das halt dann radikal kultiviert und war halt, bin heute Mitglied einiger Toros-Assoziationen in Murcia, allen voran, die Mitgliedskarten sogar mit, und bin sehr, sehr stolz darauf, wobei das sehr, sehr schwer ist. Die Spanier sind sehr, verzeihst mir bitte, sind ein sehr komisches Volk irgendwo, weil sie sind gar nicht so glücklich, wenn man sich in ihre Mentalität einlebt. Beim Essen geht's, aber schon bei den Stieren, das haben sie nicht so gern. Meine Tochter erzählt da immer eine lustige Geschichte, die wir in Madrid erlebt haben. Und ich habe angesucht, Freunde, mit denen ich gesessen bin, schon jahrelang, ob ich nicht Mitglied des Club Torino, der älteste Club Torino der Welt in Murcia werden kann. Und der ist dann zurückgekommen und hat gesagt, ja, für Ausländer haben wir das nicht so gern. Aha, gut. Dann habe ich nach ein paar Jahren wieder gefragt. Und er hat gesagt, ja, das mit den Ausländern, das ist nicht so. Aber du sprichst nicht genug gut Spanisch. Naja, dann habe ich mich nach einigen Jahren wieder gerührt. Und dann ist er eines Tages gekommen und hat gesagt, jetzt sprichst du genug gut Spanisch und bist kein Ausländer mehr für uns, denn du bist einer von uns und hier hast du die Mitgliedskarte. Das ist typisch für die Spanier. Sie haben es nicht gern, wenn man sich in ihr eigenes Leben einmischt. So, und jetzt ist aus, weil sonst redet man über nichts anderes mehr. Ich würde sagen, Wolfgang, bitte spiel doch einen Bach. Ja, kommen wir zum protestantischen Bach. Nach dem katholischen Stierkampf. Nach dem katholischen Stierkampf. Ja, ich möchte diese Ideen und Gedanken, die du da gebracht hast, noch einmal aufgreifen, oder die ihr gebracht habt. Das eine ist diese Mehrstimmigkeit, die im Kanon und in der Fuge da ist, die gibt es ja auch bei den Solosuiten von Bach, wo man sozusagen von einer verschobenen Polyphonie sprechen kann, dass die verschiedenen Stimmen nicht gleichzeitig, sondern hintereinander stattfinden. Ich werde euch das dann zeigen. Das Zweite,
was der Rainer gesagt hat mit dem Großvater und der langsameren Bassstimme. Nach der Entstehung der Polyphonie war ja der Cantus Firmus im Bass. Also das ist eine Entwicklung, die erst dann später eingetroffen ist oder stattgefunden hat, dass die Melodie dann in die Oberstimme gegangen ist, weil die besser zu hören ist. Das Dritte, was ich sagen wollte bezüglich der Charakteristika der Musiker, man kann als Cellist froh sein, dass das Cello eine so große Bandbreite hat, von ganz tief bis ganz oben. Also, ich spiele jetzt die Bourée 1 und Bourée 2 aus der dritten Suite von Johann Sebastian Bach in C-Dur. Die Bourée 1 ist in C-Dur, die Bourée 2 in C-Moll. Also das ist auch so ein Spiel mit hell und dunkel und ich weiß nicht, ich versuche das jetzt dann ohne Mikrofon zu machen. Das habe ich mir gewünscht. Da gibt es nämlich diese drei Stimmen. Die Mittelstimme, Bassstimme, Oberstimme. Und diese verschobene Polyphonie zieht sich eigentlich durch all diese Bach-Suiten hindurch. Thank you.
lieber Rainer, ja, wir könnten jetzt noch stundenlang, es gibt so viele Themen, die ich mit dir besprechen möchte. Ich muss ein bisschen noch auf die Zeit schauen. Aber was mich interessiert, ist jetzt der nächste Schritt gewesen, wie du vom Komponieren dazu gekommen bist, im Kulturamt der Stadt Wien eine leitende Funktion zu übernehmen, als Musikreferent und dann später Musik- und Theaterreferent zu sein und dann auch die Symphoniker zu leiten, 17 Jahre lang. Wie war der Schritt sozusagen ins Management? Und du hast auch Jus studiert und Philosophie und Pädagogik. Kunstgeschichte. Und wir haben das auch ein bisschen gemeinsam. Ich habe auch mal Jus studiert und Philosophie und Pädagogik, aber nicht Kunstgeschichte. Und ich wollte dich fragen, wie hat sich das ergeben, dass du dann zur Stadt Wien gehst? Plötzlich wurdest du gefragt, wie ist das passiert? Der Berufsweg war relativ einfach. Ich war in der Spedition meines Vaters und bin dann zum Dr. Richard Reisebüro. Dort war ich Prokurist, zuständig für Bustours, habe viele Auslandsreisen geleitet, auch als Reiseleiter und war in dem und habe dann durch Freunde Peter Weiser, den damaligen Generalsekretär der Konzerthausgesellschaft, kennengelernt. Und der sagt, was machen Sie in einem Reisebüro, wo Sie Philosoph sind und Komponist und dergleichen mehr? Warum sind Sie nicht im Musikmanagement? Sag ich, weil mir noch nie einer gefragt hat. Das war's. Und dann bin ich ins Konzerthaus gekommen und war dort, gehört zu der glücklichsten Zeit meines Lebens, war im Konzerthaus, habe dort mit Gott und der Welt, habe alle Großen der Musik kennengelernt, wirklich alle Großen, von Rudolf Serkin über Nathan Milstein, über Henrik Schering, mit dem ich dann eine Freundschaft gehabt habe, mit einigen. Einer sitzt hier, Oleg Meisenberg, den ich abgeholt habe am Flughafen in die Emigration und der ein ganz lieber Freund geworden ist und einer der bedeutendsten, für mich einer der bedeutendsten Pianisten. Viele, viele Freundschaften. Und war ich ausersehen, das Haus dann zu übernehmen, in alleiniger Verantwortung. Und da habe ich dann mit einer Stimme die von Gottfried von Einem verloren. Aber es gab in Wien einen Kreis, dem ich angehört habe, dem Jörg Maute und Erhard Busseck-Kreis. Dem habe ich politisch angehört. Und die haben mich aufgefangen und zu den Festwochen gebracht. Und ich war dann musikalischer Berater der Festwochen, aber zur gleichen Zeit, weil die Festwochen auch zu wenig gezahlt haben, bin ich dann von Franz Mokwitschka eingeladen worden, der heute einer meiner liebsten Freunde ist, und war dann Theaterreferent. Ich habe gesagt, ich verstehe vom Theater nichts, das kann ich nicht machen. Sagt er, Sie sind ein intelligenter Mensch, das werden Sie schon lernen. Das habe ich gelernt. Ich bin mit den Theatern heute noch verbunden. Mein lieber Freund Rainer Moritz, langjähriger Direktor des Volkstheaters, ist leider nicht da. Der ist verkühlt, sonst wäre er hier. Es ist der Musikreferent in Pension gegangen und jetzt ist der Stadtrat zu mir gekommen und hat gesagt, jetzt übernimmst du das Musikreferat. Habe ich gesagt, nein. Ich bin ein ausgesprochener Wagnerianer, ich bin genauso ein Verdianer, aber ein ausgesprochener Wagnerianer. Hier liege ich und besitz, was mir gehört, gebe ich nicht mehr her. Er hat gesagt, ja, wie soll das gehen? Sag ich, na, ich mache beide Referate. Ja.
Ich habe dann beide Referate gemacht, bin geprüft worden und habe dann auch eine Gehaltserhöhung bekommen im Rathaus von 350 Schilling. Immerhin, naja, das war nicht so, ja, war schon was. Also das war mein Werdegang und damit bin ich automatisch in die Situation gekommen, den Wiener Musiksommer als Intendant zu übernehmen. Den habe ich vier Jahre geführt. Und dann ist etwas passiert. Mein Stadtrat, Franz Mukwitschka, der hat sich nicht unbedingt sehr gut mit der Mentalität, so wie das ganze Orchester, mit dem damaligen Generalsekretär der Symphoniker verstanden und hat gesagt, pass auf, ich kann das nicht, ich schicke dich ins Kuratorium. Du gehst ins Kuratorium der Symphoniker und dort war ich dann und dann ist die Übernahme auf Ursula Pasterk gewesen und ich habe dann eine sehr intensive, wunderbare Beziehung zu Frau Pasterk gehabt, habe sie heute noch, eine freundschaftliche. Und ja, und Helmut Zilk, Ursula Pasterk, Franz Mukwitschka, Gerti Sandner haben mich dann auserkoren, zu den Wiener Symphonikern zu kommen, nachdem der Generalsekretär nach Deutschland in eine neue Position nach Stuttgart gegangen ist. Mhm. Und da gibt es eine lustige Geschichte, das ging damals noch, heute wäre das unmöglich. Die Pasterk hat sich unterhalten mit dem Orchestervorstand der Wiener Symphoniker und hat gesagt, also wie soll euer zukünftiger Chef ausschauen? Und sie hat und die haben beschrieben, was sie sich wünschen und die Pasterk sagt darauf, warum sagt es mir nicht gleich, dass dem Bischof wollt? Damit war das Ding gesprochen, aus, Schluss. Jetzt kommt aber etwas, das muss ich dazu sagen, fairerweise. Es war mir bewusst, und darum habe ich einige Zeit gezögert, dass der Generalsekretär der Wiener Symphoniker, ich sage das jetzt cum grano salis und sine ira et studio, ein Einbahnweg ist. Von dort ist noch nie jemand in irgendeine Position, Staatsoperndirektor oder irgendein Generalsekretär, Musikverein, Konzerthaus oder sowas geworden. Aber ich habe mir überlegt, wenn ich das gut mache, habe ich einen ordentlichen Job, vom Komponieren kann ich nicht leben. Von der Philosophie, ich habe wohl Lehrauftrag gehabt an der Universität und habe dann auch später eine Professur für Komposition erhalten an der Privatuniversität Konservatorium. Aber für mich war das ein Einbahnweg. Aber ich habe mir überlegt, wenn ich das gut mache, kann ich mich frei spielen und habe viel Zeit und viel Möglichkeiten. Das hat sich bewahrheitet, denn ich hatte ein sagenhaftes Team bei den Symphonikern, nur Frauen. Genauso wie in der Spedition bin ich mit 4 Frauen im Zimmer gesessen. Und ich würde nur mehr mit Frauen arbeiten wollen. Habe auch eine Chefin gehabt, nämlich die Ursula Pasterk, als meine Präsidentin. Und das war am Anfang sehr schwer, hat sich dann blendend gelöst. Blendend. Und ich verdanke ihr sehr, sehr viel. Und habe sie nur in bester Erinnerung. Wir haben auch bis hinein geblödelt und alles. Kann nur das Beste sagen. Rainer, ich wollte dich noch etwas fragen zu deiner Tätigkeit im Kulturamt, weil das für mich auch in meiner
in meiner künstlerischen Tätigkeit schon ein sehr zentraler Ort ist, wo es darum geht zu ermöglichen. Und ich denke mir, gerade so eine Position wird leider sehr selten von Menschen eingenommen, die auch über ihren Schatten und über ihre eigene Geschmäcklichkeit hinweg Sachen ermöglichen, die wichtig sind für die Stadt und die einen größeren Horizont erfordern als diese Menschen, die heute auf diesen Positionen sitzen, leider. Und da wollte ich dich fragen, hast du so für dich eine Art Herangehensweise gehabt oder Prinzipien, was du für förderungswürdig gehalten hast oder was du ermöglicht hast damals? Ich kann mich erinnern, du warst erst bis 88, da gab es 88 im Herbst diesen sogenannten heftigen Herbst der freien Szene. Das war so das erste Aufkommen der freien Kultur jetzt in der jüngeren Vergangenheit in Wien. Eben, da war auch schon die Pasterk dran beteiligt. Hast du da eine bestimmte Art gehabt, deine Entscheidungen zu finden? Das kann ich mit einem Wort, nicht mit einem einzigen Wort, kann ich das behandeln. Ich glaube, ich bin nicht überheblich, ich bin jetzt 75 Jahre, ich habe einen Kampf geführt, Zeit meines Lebens. Ich bin dazu auch erzogen worden, nämlich im negativen Sinn. Ich komme aus einem Nazi-Haus. Mein Vater war ein schrecklicher Nazi und ich habe den Widerstand gelernt. Und ich habe mir anerzogen, ideologiefrei zu denken. Und daher gab es das, was damals in dieser Generation, einer gewissen intellektuellen Generation, so in war, dass man auf die Komödie beispielsweise so ein bisschen herabschaut und nur Beckett oder O'Neill als ernst nimmt, aber das Konzert von Bar schon als, naja, Boulevard. Das habe ich nie gehabt. Daher war für mich die Verpflichtung, ich habe das immer so Possessivpronomen, das war ein Pronomen Prudentiae, meine Theater zu unterstützen, ihnen zu helfen. Ich habe mich eingesetzt und das ist bis heute geblieben, auch Freundschaften, wie zum Beispiel zum Dr. Rainer Moritz, dass man den Theatern hilft, ihnen, wenn die sind zu mir gekommen und haben gesagt, wir brauchen fürs englische Theater brauche ich, mein Freund Franzis Schaffer hat gesagt, im Sommer eine Klimaanlage. Naja, dann haben wir eben geschaut, dass wir die Klimaanlage einbauen. Und das war unabhängig vom Spielplan, unabhängig von, weil ich habe mich immer bemüht, das habe ich mich auch in dem Buch, nicht, was ich wirklich nicht leiden kann, sind diese blöden Rankings, dass man etwas über den anderen stellt. Also wer ist jetzt wichtiger, Beethoven oder Schubert? Ja, so was Blödes habe ich überhaupt noch nie gehört. Bist du jetzt Wagnerianer oder bist du Verdianer? Oder bist du Brahmsianer? Na, ich bin alles zusammen. Und zwar, warum? Weil es geht mir um etwas, das ist das Entscheidendste. Das geht mir bei den Völkern genauso wie beim Essen und das geht mir in der Sprache genauso. Ich muss hinter die spezifische Struktur und Charakteristik einer Sache kommen. Natürlich kann ich Beethoven mit Schubert vergleichen oder wie es Alban Berg mit seinem Aufsatz Credo tut mit Bach und Schönberg. Natürlich kann man vergleichen, aber nicht höher oder tiefer stellen. Denn die Wichtigkeit liegt in der Persönlichkeit des Komponisten, in der spezifischen Eigen
Ständigkeit. Ich habe herausgearbeitet in dem Buch, beim Rezitativ, Wagnerscher Prägung, Verdischer Prägung. Das ist wahnsinnig wichtig für die Entwicklung der Oper. Aber zu sagen, das ist wichtiger oder höher oder besser, das kann man nicht, das geht nicht. Weil dann müsste man hergehen und sagen, naja, bei Mozart gibt es nur Accompagnato und Secco-Rezitative. Also das ist nicht so besonders, da ist schon bei Verdi viel mehr drinnen. Das ist ein Unsinn. Dann muss man nach der Geschichte und nach dem Spezifischen, Verdi ist ein Italiener. Und das war es anders wie ein Sachse, Wagner. Also das kann man nicht in dem Sinne vergleichen. Beide sind Komponisten. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt langsam zu unserem Ende. Sie haben auf ihren Tischen so kleine Kärtchen und auch einen Kugelschreiber. Und der Wolfgang wird uns jetzt ein Stück von Casals spielen. Und Sie sind herzlich dazu eingeladen, Gedanken aufzuschreiben, bitte leserlich und anonym, zu dem, was Sie bis jetzt gehört haben. Und ich werde dann wie so ein Gymnasiallehrer das Absammeln kommen. Und ja, bitte Sie, Fragen, Anregungen, Bemerkungen, Kritik, bitte auf diese Karten zu schreiben.
Rainer, willst du beginnen? Vielen Dank, lieber Wolfgang. Das war Casals, gell? Das Stück, das wir gerade gehört haben. Pablo Casals, Song of the Birds. Danke. Und das erste Stück war Solitudine von Rainer Bischoff. Kommt jetzt Solitudine? Nein. Das erste Stück war, und jetzt kommen dann zum Schluss noch die Mutationen von Rainer Bischoff. Eben. Natürlich. Eben. Du, Rainer, willst du anfangen? Was steht bei dir? Schmerz, einsam, gefasst. Sehr schön. Bei mir steht, wann wurde dieses Stück geschrieben? Was ist der private und politische Hintergrund? Ah, wahrscheinlich deine Komposition, die wir gehört haben. Soll ich da drauf antworten? Ja, bitte. Wann wurde dieses Stück geschrieben und was ist der private und politische... Kann ich mich nicht mehr erinnern, steht das irgendwo? Steht da, ja. Steht da, gut. Mhm. Es gibt, ich glaube, dass private, persönliche, charakterliche Dinge in die Musik automatisch einfließen. Sie sind anonym immer mit dabei und genauso die Lebensumstände. Ich bin ein wohl höchst politischer Mensch und mir gehen die Dinge sehr, sehr nahe. Aber und persönliche Befindlichkeiten sind, hoffe ich, in meiner Musik drinnen. Das ist alles, mehr kann ich dazu nicht sagen. Mhm. Man setzt sich nicht hin als Komponist und sagt, jetzt schreibe ich ein trauriges Stück oder jetzt bin ich lustig. Ich halte es eher mit Schubert, der gesagt hat, es gibt keine lustige Musik. Für mich gibt es keine lustige Musik. Und auch das fröhliche Zusammenleben der Landsleute in der Pastorale ist für mich nicht eine Musik, die mich also jetzt unmittelbar direkt erfreut. Daher, ich glaube, das ist sehr kommt, was du vorhin zitiert hast, die Innerlichkeit der Kunst, das kommt heraus, was im Inneren eines Menschen, eines Komponisten, eines Künstlers drinnen ist. Das ist bei, wie man denkt, welche Dinge, da kann ich nur mit Picasso, und damit bin ich da schon am Ende, kann ich nur mit Picasso sagen, ich male nicht das, was ich sehe. Ich male das, was ich denke. Ich möchte bei der Gelegenheit auch auf ein Kapitel in dem Buch aufmerksam machen, das ich eigentlich hätte gerne lesen wollen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, über die russische Seele. Und das ist so interessant, was der Rainer über seine vielen Moskau-Reisen an Erkenntnissen über Russland und über die Gesellschaft in Russland schreibt. Das ist unglaublich spannend und hochaktuell jetzt in der heutigen Situation mit diesem schrecklichen Ukraine-Krieg. Also ich kann Ihnen das nur ans Herz legen. Bei mir steht ein unglaublich vielschichtiger und farbiger Vormittag mit einer Menge von Eindrücken und auch Einblicken und mit einer einzigartigen Cello-Ergänzung. Ganz fantastisch. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich so, dass wir diese Sternstunden hier erleben dürfen und dass Sie so zahlreich da sind und wahrscheinlich auch online das miterleben werden. Wir werden das übrigens auch auf YouTube stellen, das heißt, man kann das dann immer wieder nachhören und nachsehen. Was steht bei dir? Kunst vermittelt Lebensfreude. Das ist doch gut. Das Leben könnte so schön sein, steht bei mir. Darf ich was dazu sagen? Ja. Sie haben einen Bach gehört. Vom Bach gibt es eine Geschichte, die mich immer so zutiefst berührt. Nach dem Verlust einiger seiner Kinder und seiner Frau schreibt er in sein Tagebuch: Herr, gib, dass ich meine Freude
nicht verliere. Das ist Johann Sebastian Bach. Interessanter Einblick in die Welt der Komponisten und Musiker. Und bravo Rainer, sehr erbaulicher Vormittag, danke. Rainer Bischof, zuzuhören ist immer spannend. Wolfgang Bannhoff, was Cello spielt, zu hören, ist himmlisch. Bitte mehrere solche kannst du das lesen? Ich kann das zu viel lesen. Kunst, mehrere solche Bitte mehrere solche Künstlergespräche. Ja, bitte einmal im Monat. Wunderbar. Welches Stück umfasst Ihr Weltbild, Ihre Gefühlswelt am besten? Rainer. Tiefsinnig. Na Moment, welches Stück umfasst Ihr Weltbild und Ihre Gefühlswelt am besten? Das ist eine Frage. Welches Stück? Ja, das ist sicher an dich gerichtet. Das ist ungefähr so, wie würde man mich fragen, wer ist dein Lieblingskomponist oder dein Lieblingskünstler? Kann ich nicht. Ich habe zu viele. Ich kann mich nicht zwischen Velázquez und Picasso oder Mark Rothko und Jackson Pollock entscheiden. Sie sind mir alle sehr nah. Und das ist in der Musik ganz genauso wie in der Literatur. Ich liebe Cervantes genauso wie Lawrence Stern oder Diderot. Aber, oder Thomas Bernhard, den ich sehr liebe. Weltbild, es gibt Stücke, die natürlich außerhalb aller und jeder Diskussion stehen. Ich habe einmal den blöden Witz gemacht und das haben mir Leute zuerst einmal geschockt geglaubt, dass ich ein Wissenschaftler bin, der draufgekommen ist, dass die H-Moll-Messe nicht von Johann Sebastian Bach ist. Da haben die geschaut und gedacht, jetzt ist der verrückt geworden. Ja, von wem ist sie dann? Sag ich, vom lieben Gott. Und das gibt es ein anderes Stück, das auch vom lieben Gott ist und nicht von Beethoven, das die Missa Solemnis. Bei mir steht, Rainer, warum so viele Erläuterungen wie subito, heiter, nervioso, rubato etc. sollten nicht die Töne für sich sprechen? Naja, das ist eine komische Frage. Die Töne sprechen ja für sich, wenn man sie erst als solche charakterisiert und dann ein so ein Interpreter so spielt, wie er das spielt. Weil es ist eben ein Unterschied zwischen einem Agitato im Allegro und einem Agitato im Adagio zum Beispiel. Beides geht. Und dass wenn sich derjenige, der das da gefragt hat, wenn sich derjenige eine Webern-Partitur anschaut, da gibt es oft Rückungen und Verrückungen innerhalb eines Taktes über verschiedene Töne. Töne innerhalb eines Taktes, weil Webern von einem gänzlich anderen Denken ausgeht, als das früher mal eine große Melodie war. Aber wenn ich zum Beispiel hergehe und mir nur die Unvollendete anschaue, dann sind hier die Kontraste, die da sind, das unglaublich Schöne der Melodie, und dann auf einmal kommt dieses unglaubliche Cello und spielt das in einer Schönheit und dann kommen diese Wut. Das ist nicht Wut. Das sind melancholische Wehmutsäußerungen des Herrn Schubert. Und dort steht ein Sforzato. Das ist ein anderes Sforzato
als das bei Beethoven, der die Wut hat und der hineinhaut. Da muss man als Interpret unterscheiden. Und diese Unterscheidung ist halt für die moderne Musik sehr, sehr, sehr wichtig, dass man fast, ich übertreibe jetzt, fast über jeden Ton eine andere Bezeichnung schreibt. Du hast noch eins? Ich habe noch eins. Tiefsinnig und geisterweiternd, eindringlich, berührend und Sinnenbewusstsein. Danke besonders dafür. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und zum Schluss bitte ich den Wolfgang jetzt um die Sternstunde, das für ihn komponierte Stück von Rainer zu spielen. Kriegst du den Russen immer? Die Russen immer? Ich glaube, das geht sie nicht. Ich darf noch die Daten nachliefern. Solitudine ist geschrieben 2013 und die Mutationen 1994. Jetzt kommen.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute ins Borg und Best gekommen sind. Ich danke meinen Gästen Wolfgang Bahnhofer und vor allem natürlich Rainer Bischoff, der sein neues Buch Nahrung der Seele geschrieben hat, das Sie jetzt beim Ausgang auch erwerben können, für alle, die live bei uns sind. Und im Mai kommt der Dramaturg und Germanist Dr. Clemens Rehnoldner, der auch lang der Leiter der Stefan-Zweig-Gesellschaft war. Und ich freue mich schon sehr, Sie dann wieder begrüßen zu können. Schönen Vormittag, auf Wiederhören.